Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Until Dawn. Im letzten Part sind wir mit der beschissenen Emily und mit dem guten Matt stehen geblieben. Die gute Emily bekommt halbwegs, was sie verdient, wie ich finde. Für ihre verdammte Scheiße. Und mal gespannt, ob sie sterben. Doch nicht beide. Hätten wir nicht da hochgehen müssen? So war das jetzt nicht gedacht. Plot Twist ist für mich. Fuck you, bitch. Cliffhanger hochziehen. Weil ihr seht das eigentlich am selben Tag wie ich. Ist immer noch der 2.10. Verdammt! Ich hab's eigentlich vor, heute hochzustellen. Verdammt! Really? Really, Dad, no? Matt! Oh Gott, Matt, hilf mir bitte! Ich komme! Ich komme! Da rettest du sie jetzt aber nicht. Du stirbst sonst. Du musst etwas unternehmen, sofort! Worauf wartest du? Ich denke nach! Lass mich nachdenken! Denk nicht, du Idiot! Hol mich einfach hier runter! Misstrauisch. Stehst du das halt noch auf, Mike? Er ist ein Denker. Matt! So ein... Jetzt kommt es also ins Tageslicht. Beharrlich natürlich. Ich hab dich vorhin gesehen! Verdammt, Matt, wir haben nur geredet! Oh mein Gott, muss das jetzt sein? Hast du mit ihm was gehabt? Sag mir, was los ist. Sag mir einfach, was da läuft. Gar nichts, Matt. Gott! Spuck es aus! Ach ja? Ich war verwirrt. Und da fickst du ihn. Bitte. Ach. Matt, es tut mir leid. Wirklich noch? Jetzt hol mich bitte von diesem verdammten Turm. Bitte, 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 Matt, tu endlich was. Hey, Matt. In Sicherheit springen. Nee. Ich werde springen. Dich rette ich nicht mehr. Matt, scheiße. Ich versuche nur den sichersten Weg zu dir zu finden. Du Idiot, das bist du behindert? Ich würde einfach sagen, fick dich. Piss dich. Hey, ciao. Ich sagte, in Sicherheit springen. Hasta la vista. Verpiss dich, du Hure. Sorry. Emily! Da habe ich ja gar kein Verständnis für. What the fuck? Wo sind wir denn hier gelandet? Im Puff oder wie? Meine Fresse. Wenn du jetzt tot bist, dann... Zu Recht. Ich habe sie nicht gesehen. Sie muss hier runtergekommen sein. Ich habe sie auch nicht gesehen. Und nein, ich töte jetzt nicht alle. Oh, ist das wirklich passiert? Weil es meine freie Entscheidung war. Das möchte ich zwar auch wissen, was hier los ist, aber... Was? Chris, ich wollte nur sagen, was da in dem Schuppen passiert ist. Ich weiß, wie schwer das für dich war. Josh war dein Freund. Stopp. Nein, ich will nur sagen... Danke. Danke, ich verdanke dir mein Leben. Chris, kein Ding. Das war aus Gewohnheit. Bern Deutsch. Nur was? Josh, standet euch nah. Chris! Los, suchen wir Sam, okay? Darauf konzentrieren. Aber ich meine, oh mein Gott! Ashley, jetzt! Hör auf, okay? Ich will nicht darüber nachdenken, was da passiert ist. Chris! Wir suchen Sam! Aha. Also die Aufnahme vorhin war ein bisschen creepy. Warum die, wenn man eine Weile nichts macht, direkt auf Face an sich gehen? Keine Ahnung. Ich möchte. Ich bin kein Forensik-Experte, aber. Nee, ist klar. Ja. Was soll das? Spooky House oder wie? Let's Boogie Woogie. Ich tanze den Po, Boogie Woogie. Er macht mich froh, Boogie Woogie. Chin-Chan, einer der besten Kinder-Anime-Serien, auch wenn die... Wow. Das ist so abartig.
Yep, du sagst es. Auch wenn Chin-Chan eigentlich primitiv und pervers ist. What the hell? Leck mich, fett. Was zur Hölle war das? Hast du das gerade gesehen? Hab ich was gesehen? Das, Chris, das! Welches das meinst du? Es war wie eine durchsichtige Gestalt, wie ein Geist. Oh Mann. Ja. Warum glaubst du mir nicht? Ich hab das gesehen. Zählt das denn nicht? Das war die Hölle heute Nacht, okay? Du bist total fertig. Ich bin total fertig. Ich glaub nicht mal mehr, was ich sehe. Behan, das war ein Geist. Nein, du irrst dich. Es war da und ich bin mir sicher, Chris. Schon gut. Vielleicht hast du etwas gesehen. Lass uns Ruhe bewahren. Oh, wenn wir hier unten langsam irre? Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht, wenn sie in der Klemme steckt? Oh Gott. Los geht's. Mhm. Um nochmal auf Chin-Chan zurückzukommen. Also, als Kind interessiert es einen nicht, ob es pervers oder peinlich oder scheiße ist. Es muss einfach witzig sein und Chin-Chan ist mehr als witzig. Und als Kind habe ich das total gefeiert. Heute habe ich letztens habe ich mit meiner Tochter Chin-Chan geguckt. Und dann ich nur so, was zur Hölle habe ich damals geguckt? Hätte ich damals schon das gewusst, was ich heute weiß und so zweideutig gedacht und so. Ich glaube, ich wäre das schlechteste Kind gewesen oder so. Wow, wow, wow. Aber zum Glück versteht man das eben, das Kind nicht. Du bist dran gestoßen, oder? Nee, bin ich nicht. Ich glaub nicht, ich weiß nicht. Wie konnte hier alles zur Freakshow werden? Türen knallen und Kerzen gehen ganz von alleine an. Dieses Gespenst, oder? Ashley, du willst einfach nicht einsehen, was hier wirklich passiert. Nee, nicht, du hättest diese weiße Gestalt nicht gesehen. Sie war praktisch direkt vor uns. Wir halluzinieren. Ich hab keine Halluzination. Ja, also ich hab auch Dinge gesehen. Das, was Josh im Schuppen passiert ist. Ja, und das macht mir Sorgen. Oh, Chris. Ich weiß. Weißt du, was mir wirklich Sorgen macht? Okay, ich hab Angst um Sam. Was ist mit dir passiert? Falls ein Psychopath hier rumläuft, ist... Warte! Chris! Der Geist! Was? Hast du nicht gesehen? Nein! Du hast mit dem Handy gespielt, du Depp! Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt! Okay, es ist kein Geist hier. Der Geist von wem? Du flippst aus wegen der Sache mit... Dann flipp ich aber auch aus. Oh, was? Da war ein Geist und er sah aus wie Hannah! Was glaubst du? Die verfolgen uns jetzt seit der Seance? Aber ich weiß nicht, vielleicht... Das tun sie nicht, weil es Geister gar nicht gibt, okay? Oh, okay. Und wer hat dann mit uns gesprochen bei der Seance, Chris? Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt gesagt Josh, wenn er noch leben würde. Bild fällt von der Wand. Wie kann ein Bild einfach so von der Wand fallen? Ja, that's... really not good. Oder doch? Schlüssel? Wie er uns den Weg weisen wird. Nee! Hey, dreh dich um, Chris! Aber so! Fort! Zwar auf den letzten Drücker, aber. Ich weiß nicht. Renn dorthin, Mann! Ich hätte mich. Ich weiß ja nicht, ob es da eine Bewaffnung gibt, aber ich hätte mich mit dem erstbesten Gegenstand bewaffnet und wäre dem hinterhergerannt, um zu gucken, was das ist, Mann. Ich weiß, heroisch und so, aber egal, Mann. Hey, es kann ja nicht angehen. Hä? Oh, das ist unglaublich. Da, Chris. Was denn? Mimi-Einrichtung? Nein, eine ganze Szene mit Puppen und so. Ja. Okay, und weiter. Und hier. Seht ihr? Sie kann mit Gefühl. Ich hab dir ja gesagt, der Geist will uns helfen.
Emily nicht. Was ist denn hier los? Oh Gott, sieht fast aus. Das sind sie. Was seid ihr? Im Versteck, wartet auf Hannah. Letztes Jahr. Aber es ist genau, ich meine, genau da habe ich gesessen und da war Matt und... Das hat jemand aufgebaut, der dabei war. Oder jemand, oder etwas, das uns beobachtet hat. Vielleicht ist es eine Warnung. Ich glaube, jemand hat das aufgebaut, um uns zu erschrecken. Nein, es war bestimmt der Geist. Das heißt, der Irre ist der Mörder von Hannah und Beth. Nein, das ist dieses Dreckschwein. Der treibt hier seine Spielchen mit uns. Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird. Oh oh. Das war creepy. Das ist Hannas Tagebuch. Mom hat endlich ja gesagt. Die Einladungen sind raus. Die Party findet statt. Ich hasse diese Warterei. Bis jetzt haben Ash, Matt und Sam definitiv zugesagt. Noch nichts von Mike. Oh mein Gott, Mike hat zugesagt. Er hat Josh heute angerufen. Juhu, morgen steigt die Party. Auf dem Berg, das wird so super. Kaminfeuer und Whirlpool, oh mein Gott, Mike. Ich bin so begeistert, dass er hier sein wird. Ich kann das nicht lesen. Ich muss aufhören, ihn zu denken, aber ich kann ihn nicht. Ich kann nicht und ich will nicht. Okay. Wenn du meinst, nee. Und das finden wir jetzt dort? Nee, oder? Wenn wir nochmal dahin, können wir nochmal reingucken? Ah, nee, wir können nur das Tagebuch nochmal angucken. Ich hätte eigentlich schon gedacht, wir können nochmal in das Puppenhäuschen reingucken. Aber nö, nö, nö. Wir dürfen nicht, wir dürfen nicht. Also geht's hier durch. Hi. My name is R. Wer ist noch hier? Niemand, scheinbar. WTF! Da will uns wohl jemand tierisch in den Arsch treten. Du hast ihn gesehen, Chris. In echt. Da war irgendwas. Aber wo ist es hin? Das hätte ein Wendigo sein können, wenn die echt sind. Also wenn es hier Wendigos gibt. Sieht neuer aus als das ganze andere Zeug. Ein Katalog für Industriebücher. Was hat der hier verloren? Oder wie das aus Witcher. Das könnte es auch sein. Eine Glühbirne ist eingekreist. Das ist eine starke Birne. Ich kenne Wendigos von aus Supernatural. Und die sind auch ziemlich hässlich. Vor allem im Gesicht. Yay! Hey, warum lässt du los? Das ist doch cool. Typisch Frau. Wie gesagt, ich habe andere Geschmäcker als andere. Wow. Ja. Was war dies? Darf ich diesmal erfahren? Aha. Ich glaube ich auch nicht, aber wir müssen. Sonst erfahren wir nicht die ganze Geschichte. In aller Welt sind wir hier. Geist, Wendigo, Witcher Monster, also die ertrunkene Bitch da. Was ist das denn zur Hölle? Okay, aber wie es weitergeht, was es ist oder wo es uns langführt, keine Ahnung. Ich bin im Moment, ich hätte hundertprozentig gesagt, es ist Josh, aber so im Moment, Geist, hä? Im Moment kann ich mir alles vorstellen, dass sie aus einem normalen Horrorfilm einen Fantasy-Horrorfilm gemacht haben. Keine Ahnung, aber ey, wir werden es erfahren. In der nächsten Folge von Until Dawn. Tadalö.